Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gabriel Knight. In der letzten Folge haben ja Mausleys Mantel uns angeeignet, weil dieser Typ vom Motorraddienst wollte uns das eine Motorrad nicht geben, sondern nur so ein kleines Schrottdings, wäre noch frei gewesen. Und das ist nicht wirklich was für Gabe. Also haben wir das geholt. Ich habe gehofft, dass da irgendwas drin ist oder sonst irgendwie, aber wie sich's rausstellte, müssen wir uns wohl als Mausley verkleiden. Allerdings sagte er, als ich das Ding angeschaut habe: Dieser Mantel ist ein Anfang, aber wenn ich wirklich den Mausley-Look haben will, brauche ich noch was dazu. Genau. Als allererstes habe ich mir dann gedacht gehabt: Das ist Mosleys goldener Bossy-Bläser. Ah, okay. Den seit der Premiere von Saturday Night Fever. Was ich sagen wollte, ist, dass ich erstmal gedacht habe, wir müssen uns wie Mosley verkleiden und ein Kissen unten drunter stecken, damit wir ein bisschen beleibter aussehen. Andererseits ist mir dann eingefallen, dass wir auch so einen Pass noch brauchen, den wir ja auch nicht haben. Und da ist eigentlich nur das Foto drauf von vom Gesicht halt. Also so ein Ausschnitt wie hier. Das heißt, den Anzug haben wir eigentlich dafür, aber jetzt müssen wir noch was mit dem Gesicht machen. Ich denke vor allem mit den Haaren, weil Mosley hat einfach viel weniger Haare. Und ich glaube nicht, dass Gabe, seine Haare rasieren will. Das heißt, da müssen wir uns noch was überlegen. Und das Gesicht müssen wir uns auch ein bisschen unkenntlicher machen. Und, da ist die Frage, wie machen wir das? Ich glaube nicht, dass Gabe so schnell ein Bart wächst. Und ich habe jetzt noch keinen gesehen, wo wir da ein Bart künstlich dran kleben können oder sonst irgendwie. Das müssen wir auch noch probieren. Das mit dem Kissen, glaube ich, können wir weglassen. Ich glaube, das war eine blöde Idee. Was mir dann aber auch noch eingefallen ist: Hier draußen ist auch das Glas gestanden, wo ich genommen habe und auch gezeigt habe, was man damit machen kann. Weil ich mich da noch von der letzten Mal, als ich das Spiel gespielt habe, dran erinnert habe. Jetzt habe ich mir überlegt, wo kommt eigentlich das Glas her? Weil als ich zum Mosley reingegangen bin, war das Glas, glaube ich, noch nicht da. Heißt es, dass jemand genauso wie ich an der Tür, glaube ich, war es, an der Tür gelauscht hat? Und als ich dann rausgegangen bin, hat das Glas schnell hingestellt und es abgehauen? Es scheint wirklich fast so zu sein, als ob das so gewesen ist, aber wer hat uns dann belauscht? Und warum? Weil es jetzt ein anderer von den, von der Tourgruppe, wo vielleicht rauskriegen wollte, ob was für eine Theorie Mosley hat? Oder war es eher jemand, wo... weswegen Gabriels Wahl halt uns deswegen belauscht hat und hinter Gabriel sozusagen her ist, um zu schauen, was er macht. Ein bisschen arg groß für meine einer. Nein, danke. Ich bin hellwach. Okay. Ich habe gerade nochmal geschaut. Das mit dem Kissen geht tatsächlich nicht. Habe ich jetzt auch nicht wirklich angenommen. Okay. Ich würde sagen, wir reden nochmal mit Mausley. Wegen dem Pass. Also, was liegt an, Knight? Wir wollen reden. Da, wir können ihn sogar nach dem Pass fragen. Klasse. Sag mal, hast du einen Pass, Maus? Klar, ich habe ihn immer dabei. Warum? Wollte mich nur vergewissern, dass du ihn bei dir trägst. Du weißt ja, was man über Hotelzimmer in Europa sagt. Nein, was denn? Lass niemals deinen Pass darin liegen. Maddie hat uns zwar schon gesagt, dass wir ihn immer griffbereit haben sollen, aber danke für die Warnung. Nun gut. Können wir noch was fragen? Mir fällt im Moment nichts ein, worüber ich mit Maus reden könnte. Und die Jacke sollte man definitiv auch nicht geben. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir erstmal wieder. Wir sehen uns. Jetzt verschwinde schon, du Blödmann. Okay, wir wissen, wo der Pass ist und, dass wir rankommen müssen. Aber ich wüsste im Moment nicht, wie wir das bewerkstelligen sollen. Aber vielleicht finden wir ja noch irgendwie irgendetwas. Kann er uns weiterhelfen? Nee, der hat auch noch so ein Dings.
Da sitzen noch zwei weitere. Ach, reden wir mal mit denen. Mit den Zweien. Ich habe bemerkt, dass da oben furchtbar viele Koffer herumgetragen wurden. Gab es Probleme mit Ihrem Zimmer? Ja, allerdings. Aber darum sind wir nicht umgezogen, Lilly. Nein. Mr. Baza hat uns freundlicherweise angeboten, mit ihm zu tauschen. Ja, aber warum? Er ist Moslem, wissen Sie? Er wollte ein Zimmer mit Ostfenster und all das. Naja, und Estelle und ich haben die multikulturelle Gesellschaft schon immer sehr zu schätzen gewusst. Nicht wahr, meine Liebe? Ja, Lilly. Und es ist ein viel hübscheres Zimmer. Es ist größer und hat einen Balkon. Selbstverständlich weiß ich seine Hilfsbereitschaft sehr zu schätzen. Aber auf der anderen Seite, wir sind zu zweit und er ist allein. Außerdem ist er sicher an stickige Zimmer gewöhnt. Leute im Mittleren Osten sind das meistens gewöhnt, wissen Sie? Ja, das habe ich gehört. Wirklich? Sie studieren die Karte. Sie studieren die Karte. Die wir selber nicht anschauen können. Ich will mich jetzt nicht setzen. Na gut. Ist dann hier hinten vielleicht jetzt noch jemand? Nein, hier ist niemand mehr. Gut. Dann schauen wir uns noch ein bisschen weiter im Ort um. Vielleicht findet man noch andere Gestalten, weil es sind ja nicht alle weggefahren, glaube ich. Der Laden, Buchladen ist schon offen, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt schon geschaut? Sie haben geschlossen. Okay, hat immer noch geschlossen. Nun gut, da geht's raus, das geht also nicht. Hier hinten können wir auch nicht rein, beziehungsweise es bringt nichts. Dann gehen wir mal hierher. Und ist das nicht dieser Laden, wo wir rein müssten wegen diesem einen Typ? Auf dem Schild steht Betreten verboten. Ich bräuchte zumindest einen Grund, mich nicht daran zu halten. Ah, ich hätte gedacht, das wäre vielleicht, der würde da wohnen. Aber wahrscheinlich müssen wir da eh erst wegfahren. Ist hier hinten jemand? Höchstens oben. Schauen wir mal. Das geht ja schnell. Hier drin ist auch keiner. Ja, hier ist tatsächlich jemand. Buschelli. Signore Buschelli. Hey, was gibt's Neues? Hallo, Mr. Knight. Ich habe gerade die Aussicht genossen. Wunderbarer Ausblick hier oben. Ja, besonders mit Ferngläsern. Sehen Sie was Interessantes? Nur Gottes Pracht und Größe, mein Freund. Oh, richtig. Das. Okay, viel zu sagen hatte er ja nicht. Er ist völlig in den Anblick versunken. Nun gut, dann gehen wir wieder. Nächstes Teil, geht's, glaube ich, zum Museum. Dann müssen wir hier rein. So, ist hier im Museum denn irgendwas Neues zu tun? Bilder von der Stadt und so. Ach, da fällt mir gerade was ein. Die Mütze. Ja, wir können sie sogar nehmen, aber... Ja, genau. Hat Gabriel nicht gesagt, sowas würde nur Mausli tragen? Jemand hat eine Mütze verloren. Ich schätze, diese Mütze könnte doch noch nützlich sein. Okay, er nimmt sie auf jeden Fall mal mit. Ich persönlich stehe nicht so auf Mützen. Das ist mehr etwas, das Mausli tragen würde. Genau, das meinte ich ja.
Okay, klasse. Diese Kluft sieht erbärmlich nach Mosley aus, aber mein Gesicht ist immer noch viel zu gut aussehend. Okay, also wir müssen tatsächlich noch was wegen dem Gesicht machen. Nun gut. Oh, jetzt fängt es gerade an, richtig zu stottern, das Spiel. Ich habe hier nichts mehr zu sagen. Dann gehen wir mal da hoch. Ist da jemand Neues? Nö, ist niemand da. Nun gut. Schauen wir mal weiter. Hier lang. Schauen wir mal ins in das Ding rein. In die Kirche rein. Okay, es ist gar niemand mehr da. Auch der Pfarrer nicht. Gibt's hier hinten beim Friedhof was? Ja, da ist der Dings, da ist er doch. Sieht aus, als hätte Arnaud einen grünen Daumen. Oh, er geht auch gerade weg. Wisst ihr was? Dann stipitzen wir uns das Teil hier. Es ist für einen guten Zweck. So. Und ich sehe weg. Hier existiert nichts mehr. Es hat sich doch schon gelohnt, nochmal die ganzen Orten anzuschauen. So, dann wollen wir nach da hinten gehen. Aber da war, glaube ich, nur die Katze, oder? Oh, da fällt mir gerade was ein. Wie sie sich durch die Öffnung gezwängt hat, hat mir gefallen. Ich frage mich, ob sie das nochmal machen würde. Wenn man sie ärgert. Und da hätte ich auch eine Idee dazu. Oh, ein kleiner Moment. Telefon. So, da bin ich wieder. Was ich sagen wollte, ja, die Sprühflasche. Das sieht man doch immer wieder, dass wenn Katzen unartig gewesen sind, dass sie da mit Wasser so angesprüht werden, weil sie das überhaupt nicht mögen. Und ich glaube, die wird auch keine Ausnahme sein. Ja, das mag sie überhaupt nicht. Irgendwie tut es mir ja leid, die Katze so zu ärgern. Und das hat uns jetzt gebracht. Hm, das ist echt eng, aber die Katze hat kein Fell dranhängen lassen. Fell? Könnte sie aber, wenn ich etwas nachhelfe. Fell dranhängen lassen. Ah. Und das Fell könnten wir dann als Dings benutzen, als Bart. Was haben wir denn so alles da? Ist das... Ein langer Streifen Isolierband. Und noch klebrig. Klebrig. Ich wusste, dass da noch was war. Jetzt müsste die Katze erstmal wieder weggehen. Dann lasst uns mal diesen Bereich hier nochmal verlassen. Und nochmal reingehen. In der Hoffnung, dass die Katze wieder da ist. Nein, dahin gehen. Ich dachte, mit den anderen geht's schneller, aber das war eine kleine Täuschung. So. Jetzt nochmal zurück und schauen, ob die Katze wieder da ist. Oder ob sie sich nochmal ärgern lässt. Ja, sie ist nochmal da, da ist sie. Sehr schön. Hallo? Ach, willst du jetzt die ganze Strecke laufen oder was? Geht das vielleicht schneller, wenn ich einfach die Katze versuche zu streicheln?
Da komme ich nicht drauf. Ja, das ging schneller. Warum auch immer er bei dieser Sache das nicht gemacht hat. Manchmal ist es echt seltsam. Normalerweise springt Gabriel sofort dahin, wo man mit der Kamera ist. Und manchmal läuft er die komplette Strecke, auch egal, wo die Kamera ist. Also, ich denke, ihr wisst, was ich gerade meine, oder? Also, irgendwie ist es echt seltsam teilweise. So, armes Katzentier. Kannst froh sein, dass er dich nicht kratzt. So. Dann schauen wir doch mal. Es hat funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt Katzenhaar. Ich glaube, das könnte man für einen Schnurrbart halten. Aber ohne Hilfe wird es nicht auf meiner Lippe bleiben. Trotz meiner ungeheuren animalischen Anziehungskraft. Ah, oh, das war ja klar. Wie wär's mit dem Bonbon oder mit dem Sirup? Okay, Sirup war's richtiger. Also das nenne ich eine Mosley-Montur. Okay, sehr schön. Wenn mich jemand in diesem Ding sieht, muss ich sofort die Stadt verlassen. Ja, irgendwie stimmt es schon. Aber wir brauchen jetzt immer noch diesen Ausweis. Und ich habe im Moment keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollten. Drankommen sollten. Oh, warum ruckelst du schon wieder? Eieiei. Jedes Mal, wenn ich ins Inventar gehe, oder wie? Also, heute mag das Spiel nicht, wirklich nicht. Nee, absolut nicht. Gehen wir nochmal rein. Läuft's jetzt besser? Nee, absolut nicht. Oh Mann, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ah, jetzt läuft's wieder. Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam, wenn er mich fragt. Ja, jetzt läuft's wieder ohne Probleme. Woran das liegt? Ich habe keine Ahnung. Gut, jetzt müssen wir irgendwie den Mosley beschäftigen und an seinen Pass kommen. Ohne dass er es merkt am besten. Ich frage mich nur, wie. Ist Ihnen etwas Seltsames an den Gästen aufgefallen? Bis auf Mademoiselle Butin sind alle Gäste ausländischer Art. Seltsam ist ein Wort, das Jean hier niemals in den Mund nehmen würde. Okay. Ich wollte nur sagen, Sie machen Ihre Arbeit großartig. Ja, okay. Großartig. Hat man alles schon. So viele Menschen vergessen, einmal ein freundliches Wort zu sagen. Monsieur sind zu freundlich. Nicht der Rede wert. Okay, wir gehen nochmal hoch. Gehen wir nochmal zum Mosley rein. Vielleicht haben wir ja einen Gedankenblitz. Vielleicht sieht man jetzt auch, wo der Pass in seiner Hosentasche steckt, um da ranzukommen. Das wäre vielleicht was, was ich mir überlegen könnte. Also, was liegt an, Knight? Mir fällt im Moment nichts ein, worüber ich mit Maus reden könnte. Okay, also reden können wir schon mal nicht mit ihm. Nee. Also das geht anscheinend auch nicht. Mosleys Präsidentensuite. Mosley muss etwas im Schilde führen, wenn er seine Aktentasche mitschleppt. Ja, nur was ist die andere Frage? Was liegt denn da noch rum? Dose? Dieser Mann ist ein Schwein. Was soll ich sagen? Dafür sind die Zimmermädchen da. Ich glaube nicht, dass die hier unbedingt rein wollen. Dieser Mann ist ein Schwein. Was soll ich sagen? Okay, im Moment bin ich etwas ratlos, aber die Folge ist, glaube ich, eh schon so
Ende. Das heißt, in der nächsten Folge versuchen wir mal an Mosleys Pass ranzukommen. Wahrscheinlich muss man irgendwie nochmal ablenken. Ich meine, ein bisschen ablenken, dass er weggeht, können wir ja, aber ob das viel bringt, eigentlich nicht. Wir können höchstens hinterhergehen. Was vielleicht auch ganz interessant wäre, um zu sehen, was er so sagt. Aber gut. Nee, im Moment bin ich etwas ratlos. Aber das werden wir schon bei der nächsten Folge lösen. Ansonsten kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Aber bis... werden wir schon hinkriegen. Irgendwie. Auf jeden Fall sage ich mal danke fürs Anschauen. Und bis zur nächsten Folge, wo wir den Pass uns irgendwie klauen werden. Ich meine natürlich beugen werden. Okay, also dann. Tschüss.